Hans-Peter Kerkeling, die Ulknudel aus Recklinghausen. Kein Holländer, obwohl der Name das nahelegen könnte. Fast Holländer. Fast Holländer, mein Opa ist Holländer. Wir praten auch ein bisschen Nederlands. Der Name ist ein Holländer. Wir haben al ein bisschen Nederlands mit elkaar gepraat. Ja, Oskar und jij, das helemaal. Ja, wir sind eine internationale Talkshow und ich glaube, da kommen wir noch drauf. Ja. Ja. Und, ich heiße übrigens nicht Hans-Peter, sondern ich habe einen Künstlernamen, HP. Ja. Ich habe, das klingt wie eine Hautkrankheit, HP. Ja, HP, ist gut. HP. Akzeptiert. Und Sie haben 2 Jahre lang die Pop- und Sketch-Sendung Känguru im WDR gemacht. Genau. Und Ihr Regisseur. Mit Erfolg. Ja, und Ihr Regisseur sagte, in 2 Jahren ist das der neue Otto. Hat er das gesagt? Ja, ein Jahr ist rum. Wie sehen Sie das? Das ist ja genauso, wenn ich sage, dass Walter Scheel in 2 Jahren zweite Marie-Louise Steinbauer im Bereich des Talkmanns ist. Der Vergleich, der stimmt aber nicht. Nee. Also ich meine, noch habe ich mir keine langen Haare wachsen lassen. Ich spreche auch noch nicht aus Friesisch. Mein Wohnsitz habe ich nicht nach Emmen verlegt. Also allzu viel habe ich da nicht mit am Hut. Na gut, Sie wollen ihn ja nicht imitieren, aber ich meine, der Bekanntheitsgrad von Otto schwebt Ihnen schon. Habe ich so einen Bekanntheitsgrad schon? Nein, ich frage ja, ob es Ihnen vorschwebt. Ja, ich meine, ich habe nicht so einen tollen Film gemacht wie er, aber man wird sehen. Vielleicht. Aber ehrgeizig sind Sie schon. Mit 13 haben Sie schon bei Loriot beworben, nicht? Richtig. Bin aber nicht angenommen worden. Was haben Sie denn geschrieben? Aber 3 Jahre später, also als ich dann 17 war, hat genau die Redakteurin, die mich damals abgelehnt hat, die Birgit Reckenmeier von Radio Bremen, hat die erste Show mit mir gemacht. Wie haben Sie das gemacht mit 13? Was haben Sie dem Loriot geboten? Ja, ich habe gesagt, nimm mich anstatt Dicky Hoppenstedt. Ich bin auch dick und ich kann auch dieses zicke-zacke Hühnerkacke. Ja. Aber das hat ihn nicht überzeugt. Das ist ein Zitat von Loriot, das darf man sagen. Ja. Das war eine Kassette oder ein Brief oder haben Sie Kassette, ein Telefon? Brief, ja. Kassette, Brief, ja. Und das hat nicht verfangen? Hat nicht funktioniert. Und wie haben Sie sich dann ins Geschäft hinein torpediert? Ja, ich habe an jeden geschrieben, bin jedem auf die Nerven gefallen, bis ich irgendwann eine eigene Show hatte. Jeden? Also ein bisschen genauer möchte ich Ich habe also angefangen im Kindergarten. Also ich bin schon 16 Jahre im Showbusiness, kann man sagen. Richtig lange schon. Und mein erstes Entgelt waren also Gummibärchen. Wofür? Was haben Sie geleistet im Kindergarten? Ja, für den Quatsch, den ich gemacht habe, den ich jetzt auch mache. Nur Sie geben mir gleich keine Gummibärchen. Ja. Ich muss noch drüber reden, was ich gleich kriege überhaupt. Das weiß ich noch gar nicht. Dafür bin ich Gott sei Dank gar nicht zuständig. Ach so. Sehr wenig. Beifall. Vielleicht Beifall ist ja auch was Schönes. Beifall ist was Tolles. Das ist das Schönste, was man kriegt. Ah, ich liebe euch. I love you. Sie haben auch... Sie haben jetzt eine Hörfunksendung im NDR 2 genau. Seit letzten Sonntag, nicht? Jeden 14 zweiten Sonntag, das habe ich jetzt auswendig gelernt. 19. April ist die nächste Sendung um 13.05 Uhr. Ja. Und da bin ich wieder lustig und spritzig. Aber Sie waren auch mal Honeylein, ein böses, tückisches Kind. Ja, Honeylein ist immer böse. Das ist zum Beispiel ein Unterschied zwischen Otto und mir. Otto macht Sketche mit Föhn und ich mache Sketche mit zerquetschten Meerschweinchen. Mit zerquetschen? Ja, Sie sagen zum Beispiel als Honeylein zu ihrer Mutter die blöde Kuh und morden ihren Wellensittich, um sie zu ärgern. Sie hat es ja auch verdient, denn Eltern, die was wollen, kriegen was auf die Beulen und sind später im Altersheim verschollen. Ja, ja. Das war... welcher Sender hat sowas gebracht? Radio Bremen, WDR, Südwestfunk, NDR, jetzt gerade. Ja. Es macht Ihnen Spaß, ein böses Kind zu markieren? Oder sind ich war Sie sozusagen. Ein böses Kind. Ja? Also ich habe keine Meerschweinchen. Haben Sie mit Ihrer Mutter so geredet? Aber so manche Ameisen. Haben Sie Ihre Wellensittich getötet? Bitte? Haben Sie die Wellensittich getötet? Ich sag ja gerade, also Meerschweinchen waren es nicht, auch keine Wellensittich, aber so manche Ameise, wie das jedes Kind halt macht. So der kleine brutale Mörder steckt in jedem Kind, auch in Ihnen. Das kann ich nicht mehr so gut beurteilen, weil es bei mir ein bisschen länger her ist. Aber haben Sie zu Ihrer Mutter mal du blöde Kuh gesagt? Nein, das hätte ich mich nicht gewagt. Aha. Und warum haben Sie das als Honeylein gesagt? Da kam doch irgendwas raus. Was ich gesagt habe? Ja. Ja, da habe ich dann, das wird intim, wenn ich das jetzt hier sage, was ich zu meiner Mutter. Also meine Mutti hat immer Dickerle und Knödelchen zu mir gesagt. Was ich... Also wir merken ja nun, dass Sie schlagfertig sind, denn wir haben uns ja überhaupt nichts vorher unterhalten. Nee. Das wissen Sie denn, wer ich bin? Beruf. Ja. Aber ein bisschen, wenn Sie eine Sendung machen, ein bisschen geplant und geprobt wird das schon, nicht? Richtig. Sie überlassen nicht alles Nur jetzt nicht, deswegen schwitze ich auch so, weil ich gar nicht weiß, was fragen Sie mich als Nächstes. Also, ja. Sie spielen sogar eine Aufregung, die Sie gar nicht haben, spielen Sie auch ganz treffend. Das denken Sie machen Sie? Das doch ganz locker. Sie machen das so ganz locker und mit links, das merke ich Ich bin doch. Aber sehr nervös. Wie sieht sich, also wenn Sie eine Sendung, wenn eine Sendung wie das Känguru da bevorsteht, wie sieht das Verhältnis aus zwischen geprobt und improvisiert? Das Wie viel ist da vorher festgeschrieben und ausprobiert? Also 90% werden da also vorgeprobt, aber hinterher ist die Sendung 100% improvisiert. Weil, also das ist nie genauso, das Drehbuch hat eigentlich nie gestimmt, das war eigentlich immer nur so ein Alibi für den Herrn Hoff. Oh Gott, oh Gott. Und auf jeden Fall, die Sendung war dann immer doch eine ganz andere. Sie setzen also ganz auf den Einfall des Augenblicks, ja? Richtig, ja. Meistens. Haben Sie eine Vorstellung über den Augenblick hinaus, was Sie so in 5 oder 10 Jahren sein könnten? Ja, da könnte ich mir alles vorstellen. Also Schäfer auf Griechenland oder Dracula-Darsteller. Ich würde gerne mal sowas machen wie Klaus Kinski.
Whisky gemacht hat, so ein Mörder oder sowas spielen, würde ich auch gerne machen. Da hätten wir wieder das. Also Liebhaber passe ich nicht so, das hat die Dagmar mir eben schon bestätigt. Ja, Sie sind 22, ich meine, da ist ja, findet ja noch ein gewisser Reifungsprozess statt. Aber ich könnte mir so ziemlich alles vorstellen eigentlich. Es kann noch alles kommen, vielleicht werde ich auch mal ganz ernst. Kann noch passieren. Sagen Sie, Sprachen. Sie haben, Sie brillieren in allerlei Fremdsprachen und vielen Dialekten. Also bei Dialekten können wir ja prüfen. Ja, ich kann so Schwäbisch können wir beide miteinander reden, gell? Oder Patenserisch, gell? können wir reden miteinander, gell? Finden Sie das gut? Alemannisch? Sie das gut, was er macht? Das habe ich gar nicht gewischt, was das war. Alemannisch. Ja. Hermann Schreiber ist aus Stuttgart. Stuttgart? Oh Gott, jetzt haben Sie mich aber am grünen Pfeil richtig erwischt. Stuttgart klingt genauso. Nein, Moment. Das klingt, Frau Heim hat das vorhin sehr mit Recht gesagt. Badenserisch. Badenserisch. Ist das völlig anders sagen. Als Schwäbisch. Ja. Ja. Also was haben Sie, lassen wir nicht auf uns. Wie Sie Bayerisch reden. Bayerisch, ja, das kann ich auch verraten. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ja straußig, ja. Das ist nicht Bayerisch. Ja, das ist schon ein echter Bayer, der Mann, gell? Sind Sie doch nicht Ministerpräsident, hören Sie mal. Gut, nun reden Sie aber auch Fremdsprachen und darunter solche, die nicht alle Leute können, sodass wir das gar nicht prüfen können, ob das nun die echte Sprache ist oder eine erfundene Parodie auf die echte Sprache. Genau. Also zum Beispiel skandinavische Sprachen. Wer kann schon Isländisch, nicht? Ja, Isländisch kann ich. Ich kann Isländisch. Jetzt beweisen Sie mir, dass es kein Isländisch war. Ja, das ist es. Und welche Sprachen können Sie noch fließend bis perfekt? Ja, Dänisch zum Beispiel. Kann irgendjemand hier Dänisch? Können Sie vielleicht ein bisschen Englisch? Nützt Ihnen gar nichts. Nützt Ihnen überhaupt nichts. Weil ich wollte Ihnen eigentlich so ein bisschen Dänisch beibringen. Soll ich das jetzt mal machen? Ja, bitte. Dänisch? Ja. Also es nützt Ihnen gar nichts. Kann irgendjemand Dänisch? Keiner. Gut, also dann lernen wir jetzt Dänisch. Ach, demnach können wir Sie nicht kontrollieren. Das wollte ich vorher wissen. Das wollte ich ja vorher wissen. Ne? Ja. Wenn ihr gleich von Dänen oder Gitter reingestürmt kommt, dann bin ich sauer, wenn ihr das kontrolliert. Also. Ja. Also, liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem Dänischkurs. Ja, ja, wir Dänen. Und wir wollen dann gleich alle mal sagen, wenn alle wir sprechen, in der ersten Lektion, Ökumeng Hawk. So, jetzt sprechen wir alle mal Ökumeng Hawk. Ökumeng Hawk. Und Ökumeng Hawk heißt, ich bin krank. So, und wenn uns jetzt einer sagt Ökumeng Hawk, dann müssen wir auch wissen, was wir darauf entgegen den antworten. Und auf diesen sagen wir dann Ökumeng Egg Hawk. Ökumeng Egg Hawk. Sagen wir das einmal zusammen. Ich bin auch krank. Turkoman. Egghorn. Nein, Frau Breul, Egghorn. Ich hab doch keinen Kropf im Hals, wie Sie hören. Die Witze bin ich so nicht. Turkoman, Egghorn. Und es heißt dann, du bist aber noch viel kränker. Wenn wir den dann auswissen wollen, wenn der dann sagt, du bist krank, dann sagen wir, Selmis, wie wir sind, oh, du bist aber noch viel kränker. So, und wenn wir dann ganz doll krank geworden sind, dann kann der auch passieren, dass der ganz schlimmer wird. Und am Ende müssen wir dann sagen, Jok Beng Meng Töben. Jok Beng Meng Töben. Sagen wir das einmal zusammen. Jok Beng Meng Töben. Ja, so ähnlich. Und es heißt dann, ich bin abgestorben. So, und wenn wir nach dem Abgestorbensein wieder gesund geworden sind, dann müssen wir auch wieder gut essen. Und wir sagen dann, Ilting Bodda Abgeni Ob Töcker. Kleiner Witz, es heißt dann, ich esse jede gute Dänische Markenbutter und Dänisch. Ich muss natürlich sagen, ich esse jede gute Dänische Markenbutter auf Dänisch. Muss also sagen, Ilting Bodda Abgeni in Töcker und darf auf keinen Fall sagen, Ilting Bodda Abgeni Ob Töcker. Haben Sie das verstanden? Schreiben wir einen kleinen Brief und an den Anfänger schreiben wir Helding Skodermaherde Johansen. Er hat übrigens Glauben, Törting, Tabertor verdrücket, den Terben, Klörden, Herkeskörder, Ader, Höskel, Tröbentör, Snürsenkelen. So, jetzt Sie. Ja, alle zusammen den Satz sprechen. Ich sag nochmal Elting, Better, Hotter und dann. Sagen wir alle zusammen, Schnürsenkelen. Also das heißt sicher nicht Schnürsenkel, oder doch? Nein, natürlich nicht. Sondern was heißt es? Schnürsenkel. Und es heißt dann, liebe Tante Johansen, vielen Dank für das selbige Gemüse, was du uns gesickt hast. Und die Schnürsenkelen. PS, bis dann, bis nächste Woche bei Ja, ja, wir Dänen. Elting hört das Körben treiben.